Das sind die Top 5 News des Tages. Am Montag waren 2000 Haushalte in der Wiener Donaustadt von einem Stromausfall betroffen. Keine 24 Stunden später gab es erneut eine Störung. Weitere 2000 Haushalte hatten zeitweise keinen Strom. Vor wenigen Tagen sorgte ein Clip für Entsetzen. Zu sehen war eine Dame, die eine Gedenkstätte für die verstorbene Ärztin verwüstete. Jetzt hat die Polizei die Täterin ausgeforscht. Die Strompreise schießen in die Höhe. Fernwärme der Wien Energie wird um satte 92% teurer. Rund 260.000 Haushalte sind betroffen. Wiener FPÖ-Chef Knepp beschreibt die Preissteigerung als schamloses Abkassieren. Die Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie wurde vor allem für ihre Rolle in Grease bekannt. Nächster Rückschlag für Tennisstar Dominic Thiem. Der Niederösterreicher ist krank und muss ein US-Turnier in Cincinnati absagen.